Hallo allesamt, ich bin der Nick. Das hier ist unsere Faschingspflanze namens Sarkasmus. Sie heißt Sarkasmus, weil hier ein Sarkasmus-Schild drin steckt. Dieses Schild habe ich gemacht, nachdem ich oftmals in Situationen geraten bin, wo Leute meinen Sarkasmus nicht verstanden haben. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, wenn Leute meinen Sarkasmus nicht verstehen, dann mache ich mir ein Schild, wo drauf steht Sarkasmus. Und dann halte ich das jedes Mal hoch, wenn ich Sarkasmus sage. Das hat auch eine Rückseite, Sarkasmus Fragezeichen, für den Fall, dass andere Leute Sarkasmus sagen und ich es nicht verstehe. Da kann ich Sarkasmus Fragezeichen hochhalten und die sagen dann, ja, es war Sarkasmus, nee, es war kein Sarkasmus. So, ich hatte halt dieses Problem, dass ich scheiße bin in Kommunikation und ich absolut keine Ahnung habe, wie man korrekt mit Leuten redet, wenn diese Leute nicht den eigenen Tonfall, also nicht den Tonfall verstehen und nicht verstehen, was gerade wie gesagt wird. Also dachte ich mir, hey, wäre es nicht cool, wenn ich sowas habe, aber für alles Mögliche? Weil zum Beispiel im Internet gibt es ja das schon. Im Internet haben wir sogenannte Tone Indicators. Zum Beispiel, falls ihr mal eine Nachricht gesehen habt, wo dran stand slash S, dann heißt das, die gesamte Nachricht war sarkastisch gemeint. Oder slash J, die ganze Nachricht war als Witz gemeint. Oder was weiß ich. Und dann dachte ich mir, hey, sowas, aber halt für alles, weil das Internet hat es ja schon. Sowas gab es noch nicht, also habe ich es selber gemacht. Ich habe mir meine eigene App programmiert. Genau, das ist das schöne Logo. Und diese App funktioniert eigentlich genau, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, wie ein Sarkasmus-Schild. Wieso? Wie gesagt, ich werde auch missverstanden und verstehe auch andere meine Mitmenschen falsch. Also lösen wir jetzt das Problem. Wir haben eine App. Die App sieht so auf dem Bildschirm, Hauptbildschirm aus. Wir haben eine Liste von verschiedenen Tonindikatoren. Zum Beispiel ganz oben Sarkasmus, ja, dieses Statement war Sarkasmus gemeint, Joke, Lighthearted, Genuine, Serious und alles Mögliche, was man noch hinzufügen will. Das heißt, diese App kann auch als Datenbank für diese Tone Indicator dienen. Und wenn man dann auf einen dieser Tone Indicator klickt, dann kriegt man den als Fullscreen. Und das heißt, man kann ganz einfach, mal jetzt mein Handy auf, habe jetzt natürlich die App nicht offen, aber hey, ich mache die App auf. Ich kann jetzt ganz einfach sagen, hey, das, was ich gerade sage, meine ich in einem sarkastischen Ton und einfach zurückkommen. Und wie gesagt, über den Button da unten kann man alles mögliche weitere, was man so braucht, hinzufügen. Jedes dieser Tonindikator ist editable und deletable und man kann sich die Datenbank dieser Dinger anpassen, wie man will. Wird alles lokal gespeichert, das heißt, man muss auch nicht, Daten, die man verändert und neu hinzufügt und löscht, das persistiert alles über verschiedene App-Neustarten, Handy-Neustarten, ist alles lokal in einer JSON-Datei gespeichert. Und genau. So, wie habe ich das Ding gemacht? Mit einem Ding namens Flutter. Flutter ist existiert und what the fuck ist Flutter? Flutter ist ein Open Source Dev Kit, entwickelt von Google. Google hat sich gedacht, hey, wir brauchen ein Dev Kit für Apps entwickeln und generell halt, ja. Das ist eine Codebase für alle Plattformen. Das heißt, diese App, die ich da programmiert habe, kann ich auch als JS-Datei exportieren und dann kann ich es auf meine Webseite laden und meine Webseite macht genau denselben Scheiß, den meine App macht. Ich kann den als Apple-App exportieren und dann auf jegliches iOS-Gerät laden und dann funktioniert es. Dafür wurde Flutter gemacht. Genau, es ist eine eigene Render-Engine, die direkt Pixeldaten auf dem Bildschirm projiziert. Das heißt, man braucht absolut nichts. Man braucht nicht das Endgerät, beziehungsweise nichts vom Endgerät, um diese App zum Laufen zu bringen. Es hat die eigene Programmiersprache namens Dart, dazu komme ich noch. Die Engine selber ist in C++ geschrieben, ist also speedy,
Und genau, zum Entwickeln von Apps selber implementiert es auch beides das Material Design von Google, weil Google hat ja sein eigenes Material Design Konzept, wo drin steht, ja, die Apps sollen, keine Ahnung, accessible sein und was weiß ich alles. Und Cupertino Human Interface Guidelines hat Apple auch geschrieben, weil Apple genau so ein selbes Konzept hat, aber halt ein bisschen anders umgesetzt. Genau, und Flutter erbt auch den Package Manager namens Pub und die Software Repository von Dart. Das heißt, über den Package Manager kann man sich sehr lustige Packages runterladen, die dann entweder richtig nützlichen Scheiß machen oder richtig schön Bullshit. Jetzt kommen wir zu Dart. What the fuck is Dart? Auch entwickelt von Google. Eine sehr schöne Programmiersprache. Ist objektorientiert, klassenbasiert und macht eigene Garbage Collection. Auf Wikipedia steht C-Star Syntax. Ich habe noch nie wirklich in C programmiert, deswegen kann ich dazu nicht attestieren, aber es ist. Es hat geschweifte Klammern. Es hat geschweifte Klammern, genau. ab und zu. Es kompiliert zu Machine Code, es kompiliert zu JavaScript, es kompiliert zu WebAssembly und es ist null safe. Seit 2 Jahren. Sprich, man kann nicht wirklich, also man kann schon ein Null-Object oder Null-Pointer-Failure erzwingen, aber dann muss man schon, dann muss man es absichtlich gemacht haben. So, wie sieht der Code aus? Dazu mache ich mal das hier. Ziehe das auf dem Bildschirm hier rüber und mach Strom. So, genau. Wir haben die schönen Imports, so sehen Packages aus. Hier ist die Testdata, das heißt, das sind die 5 Tags, die per Default in die App reingeladen sind, wenn man sie sich einfach runterlädt. Dann hier. File, Save File, das ist das Save File, was ich eingerichtet habe, wo dann die Daten gespeichert werden, etc. Funktionen, Future-Funktionen, genau. Apps können auch Async laufen, aber da muss man schon ein bisschen reinkommen, was genau Async laufen darf und was nicht. Das ist noch ein nicht so schönes Beispiel. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter, wo dann die richtigen Bäume sind. Wo sind die Bäume da? Das ist kein Baum, das ist nicht der Baum. Auch kein Baum. Wo du gerade an Zeile 3700 vorbei scrollst. 370 meinst du? 372. Das sah beim Scrollen nach mehr aus. Nee. Ich wollte schon sagen, weil ich schon mal probiert habe, mehrere Teile aufzuteilen. Vielleicht Zeile 3700 oder 370 oder so. So. Ja, nee, das sind. Wie viele Zeilen sind das? Das sollte doch eigentlich hier unten irgendwo stehen, aber egal. Hier ist ein schönes Beispiel, aber da komme ich gleich zurück. Das sind 620 Zeilen. So. Und zwar. Es gibt ja immer diese schöne Memes über verschiedene Sprachen, wie zum Beispiel in Ruby ist alles ein Objekt, in Flutter bzw. Dart ist alles ein Widget. Und Widgets sind halt solche Dinge, mit denen eine App was anfangen kann. Wir fangen an mit einer Funktion Build, die baut uns das Widget, was wir suchen. In diesem Fall ist es der Fullscreen, wo der Tag dann angezeigt wird. Wir haben zuerst einen Popscope. Der Popscope sagt den nutzt man, wenn man will, dass der Zurückknopf auf Android was anderes macht als zurückgehen aus der App rausgehen. Der Kind vom Popscope ist dann Center. Center heißt, alles ist zentriert. Der Kind vom Center ist ein Container, da wird irgendwas drin gemacht. Ein Container mit Padding, mit Width und Height.
Der Kind vom Container ist eine Karte. In der Karte wird irgendwas angezeigt. Der Kind von Karte ist eine Fitbox und so weiter und so fort. Das heißt, am Ende hat man einen Baum. Ab und zu hat man mehrere Zweige, wenn man Children statt Child hat. Aber man hat dann so einen langen Ast mit verschiedenen Verzweigungen ab und zu. Und jede der Knotenpunkte ist ein gezwungenerweise ein solches Widget. Auch die Endknotenpunkte ist ein Widget. Genau. Und deswegen man muss dann sich diese schönen Widgets aussuchen, je nachdem, was man braucht. Es gibt auch eine ganze Liste davon. Aber es gibt auch dann noch Widgets für alles, was man so will. Wie gesagt, Popscope habe ich dann zufällig entdeckt, als ich gesucht habe, hey, gibt es irgendwas, gibt es irgendeine Art und Weise, wie man die App daran hindert, also zu sich zuzumachen, wenn man auf den Zurück-Button drückt. Und das Internet hat geantwortet, hey, es gibt ein extra Widget dafür. Genau. Das heißt, man hat einen Code und dieser Code ist gefüllt mit diesen Widgets und diese Widgets bauen alle aufeinander auf. Und am Ende hat man ein solches schönes Fullscreen/S, wie man es haben will. Und so ungefähr sieht dann der Code aus. Ja. Jetzt sieht mir das sehr ähnlich aus, wie ich zum Beispiel mein Qt in QL zusammenbaue oder meine Webseite irgendwie in React zusammenbaue. Alles ist irgendwie so ein Baum von Dingen, die ineinander verschachtelt sind. Wie sehr habe ich hier die Option, irgendwie etwas, ich nenne es mal Reaktives zu bauen? Was sich anders verhält, wenn es zum Beispiel breiter als hoch ist oder was irgendwie von einem 2-Column-Layout in einem 3-Column-Layout reflowt, wenn ich irgendwie auf einem besonders großen Gerät bin. Also die Option ist tatsächlich da, du kannst in diesem Fall würdest du es so machen, dass du eine Funktion aufrufst, die checkt dann, was deine Bildschirmbreite und deine Bildschirmhöhe ist. Und je nach Wert kann es dir dann ein anderes Widget ausspucken. Wie zum Beispiel, ich habe das hier auch irgendwo drin. Ich habe du hast dann eine Funktion, hey, wenn mein Bildschirm nur so klein ist wie auf dem Handy, dann habe ich halt solche Karten, die, also keine Ahnung, als Beispiel hast du nur solche 2 Karten. Das heißt 2 Karten pro Bildschirm. Wenn ich aber so einen ganzen Laptop-Bildschirm habe, dann habe ich ja 16 Karten, also gebe ich dir ein 16-Karten-Layout zurück als Widget und nicht ein 2-Karten-Layout als Widget. Also sowas ist möglich. Es gibt auch lauter Tools genau für hey, gib mir mal die Breite des Bildschirms zurück oder gib mir das Betriebssystem, worauf die App gerade läuft, zurück. Können die Widgets, wenn ich welche implementiere, auch irgendwie auf Events reagieren, wie meine Anwendung würde resize oder so? Ja. Das ist sehr trivial. Ja, genau. Also generell ist läuft alles. Ich will nicht sagen asynchronous, weil das ist schon was anderes, aber es passt sich schon sehr, sehr weit an. Und das kann man auch eigentlich ziemlich einfach live testen. Genau, nämlich weil ich. Das bringt mich jetzt direkt zu meinem nächsten Punkt. Und zwar, wie testet man so eine App? Weil. Es gibt 3 verschiedene Optionen. Die erste Option ist, jedes Mal, wenn man die App testen will, baut man sich eine neue APK, schickt sie aufs Handy und dann installiert man sich die APK und testet das auf dem Handy. Das ist die am wenigsten zeitaufwendige Option. Die zweite Option ist USB-Debugging auf dem Handy aufmachen. Wenn man die Developer-Options auf dem Handy aufmacht, dann kann man dort USB-Debugging anschalten und dann kann man einfach das Handy mit einem USB-Data-Kabel an den Laptop anschließen und dann
baut sich sofort eine Connection auf und man kann von VS Code die, die App übers Datenkabel auf die, aufs Handy laden und live debuggen. Oder man installiert sich Android Studio und erschafft einen Emulator. Weil Emulatoren kann man sehr einfach über Android Studio erstellen und die funktionieren auch ziemlich okay, selbst auf einem Laptop mit meiner Hardware. Eigentlich das Feature, was Flutter so wirklich, wirklich gut macht in dieser Hinsicht, ist Hot Reloading oder Hot Restarting. Nämlich, wenn man die App auf einem Emulator oder auf USB-Debugging offen hat und dann Änderungen am Code vornimmt und diese Änderungen speichert, dann werden diese Änderungen sofort auf dem Emulator oder aufs USB-Debugging-Form übertragen. Das heißt, man sieht sofort, was man geändert hat und muss nicht erstmal die App neu starten oder neu debuggen, sondern genau, man hat einen Emulator rechts auf dem Bildschirm offen, man hat den ganzen Code dann links auf dem Bildschirm, verändert ein bisschen was, speichern und sehen, wie es dann auf dem Emulator aussieht. Und dann sage ich, nee, das sieht scheiße aus und dann verändere ich es wieder nochmal. Nochmal speichern, nochmal auf den Emulator gucken und so weiter. Man muss halt nicht immer jedes Mal, okay, ich stoppe den Emulator, ich lade die App jetzt neu auf den Emulator, ich starte den Emulator neu. Nee. Das ist genau das, das Feature, was halt das Debugging und Entwickeln auf Flutter sehr, sehr besser macht. Ja. Das ist so die Latenz bei dem Hot Reload, zwischen du speicherst und du siehst es geupdatet. Maximal. Weniger als eine Sekunde, eine Sekunde, fünf Sekunden. Eine Sekunde? Also die Latenz ist schon sehr schnell. Also du siehst das fast sofort, was da verändert wurde. Genau. Es gab, also ich habe es auch schon bei anderen Fachschaftlern rumgesagt und gesagt, hey, ich habe eine App entwickelt und die Rezension war bisher stabil, wie man so schön auf dem Bildschirm sieht. Und genau, die App ist auf GitHub runterladbar, WoApp runterladen, auf diesen QR-Code. Genau, ich habe eine Repo erschaffen für die App, die ist die APK ist unter Release 1.0 verfügbar und genau, jeder darf sich runterladen, jeder darf irgendwie, keine Ahnung, es ist eine Open Repository mit MIT License, also macht so ziemlich was ihr wollt damit, solange ihr mir nicht irgendwie ein Virus da reinspielt. So, gibt es noch Fragen? Ja. Du hast hast du dich mit der Frage beschäftigt, wie das ist, plattformspezifische APIs aufzurufen, so wenn ich irgendwie Notifications zeigen will oder auf die Kamera zugreifen oder so Dinge? Tatsächlich plattformspezifisch eher weniger, weil ja so einen großen Scope hatte ich noch nicht vor, aber ist nicht so, dass ich absolut nichts davon mitgekriegt habe. Das Ding ist tatsächlich, bei solchen Sachen gibt es dann verschiedene Widgets für verschiedene Plattformen. Und da kommt dann auch dieses, hey, ich rufe eine Funktion an und überprüfe, auf welchem System ich bin. Und je nach System gebe ich dann ein anderes Widget raus. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Widgets für Cupertino-Kamera, Android/Material-Design-Kamera und noch andere Kamera. Heißt das, Dart hat keine Conditional Compilation, dass du auf vier verschiedenen Plattformen verschiedene Sachen kompilierst? Wenn du nicht weißt, ist auch okay. Das kann ich nicht beantworten, leider nicht. Okay, super, vielen Dank.